Ja, Glück auf, ihr Lieben. Willkommen zurück zu diesem neuen Video. Heute erforschen wir weiter die Geheimnisse der flachen Erde und die Verbindung zum Mond anhand der Bücher von Vibes of Cosmos. Thema heute: Vulkanaktivität und Wettervorhersage über den Mond. Seid gespannt, viel Spaß. Los geht's. Es ist faszinierend zu verstehen, dass die hohen Temperaturen, die hauptsächlich in den trockenen Dämpfen entstehen, wenn sie im Untergrund gefangen und entzündet werden, zu den Ursachen von Vulkanen führen. Die Flamme der Verdampfung verändert die Struktur und verbrennt Materialien aus dem Untergrund. Die Freisetzung der gesamten Gasmasse erfolgt zuerst, gefolgt von einer Mischung mit geschmolzenen Untergrundmaterialien. Diese resultiert aus der Explosion des gefangenen trockenen Dämpfungsgases unter Druck im Untergrund. Die Bildung von Lava ist also auf bestimmte Bedingungen an bestimmten Orten und zu bestimmten Zeiten beschränkt, wo die Ansammlung, Kompression und Sättigung von trockenen Dämpfen erfüllt sind. Also nichts mit überall Lava, harter Kern, weich drumherum. Ihr kennt das. Die Luft als dünnflüssiges Element entweicht leicht und die anfängliche Ausdehnung des komprimierten brennbaren Gases wird von der Dekompression der geschmolzenen festen Elemente gefolgt, die in flüssige Form übergehen, die wir als Lava bezeichnen. Die Zusammensetzung der Lava ist dabei eng mit den Elementen des betreffenden Untergrunds verbunden. Logischerweise, weil schließlich sind das die Elemente, die aufgrund der Explosion schmelzen. Es ist faszinierend zu erfahren, dass bestimmte Orte aufgrund ihrer geologischen Form, Zusammensetzung, geografischen Position, Gasströme und atmosphärischen Drücke in der Region über lange Zeiträume hinweg günstige Bedingungen für die Konzentration von brennbaren Gasen im Untergrund bieten. Dies führt dazu, dass an solchen Orten Vulkane entstehen und weiterhin aktiv sind. Entsprechende Informationen, die wir im Abschnitt über Pangäa und auch im Abschnitt über Erdbeben und Vulkane besprochen haben, gibt es keine tektonischen Platten. Pangäa hat sich nicht bewegt und ist Terra Vista geblieben. Ja, das haben wir festgestellt in den vorgehenden Folgen. Terra Vista ist Pangäa, ist einfach auf einem anderen Ort und die Bodenepochen bzw. der große Kreis, der immer abläuft, versetzt den Kontinent in Eis bzw. in, ja, 13.000 Jahren circa ist er wieder eisfrei und dann sind unsere Kontinente im Eis. Das beschreibt auch, dass es keine Plattenverschiebung gibt. Also die Theorie mit den Vulkanen an den, ja, Kanten der Platten, weil sie aneinander reiben, dadurch entstehen Erdbeben und so weiter und so fort, ist laut Vibes of Cosmos nicht korrekt. Vor etwa 12.000 Jahren war es ein einziger großer Kontinent mit vielfältigen Klimazonen. Die Erdoberfläche ist stabil und gleichmäßig, ohne unterirdische Lava. Außer an den Stellen, an denen sie bereits vorhanden war, wie wir es gesehen haben. Veränderungen entstehen durch Naturphänomene wie Überschwemmungen, Erdbeben, Erdrutsche sowie den Anstieg oder Fall des Meeresspiegels. Und das ist zum Beispiel auch ein Vorgang, der durch den großen Kreis, also die Bewegung von dem magnetischen Nordpol, der Sonne und Mond mit sich zieht und damit ja die Sommerepoche mit sich zieht. Wenn bei uns jetzt zurzeit Sommer ist, ist Pangäa bzw. Terra Vista im Eis konserviert, auch alte Gebäude zum Beispiel. Und ja, gehen wir mal von den Pyramiden aus. Und in 12.000 Jahren schmelzt dort alles. Das bedeutet, an unterschiedlichen Orten gibt es Fluten, Schlammfluten, ja, die Küstenlinien ändern sich, es gibt Erdrutsche. Aber es ist nicht so, dass es mit einmal passiert, sondern es, ja, passiert Stück für Stück, immer wieder an bestimmten Orten zu unterschiedlicher Zeit. Und ja, das sollte im Kopf behalten werden. Das erklärt auch so ziemlich alles über die alte Welt. Es erklärt die Schlammfluten, verschüttete Gebäude, unterirdische Gänge, unterirdische Keller, ja, alte Gebäude, die nicht zu erklären sind, von Pyramiden, Burgen und Schlösser, Pyramiden und dann die Architektur von alten Kirchen. Diese drei Dinge haben nichts miteinander gemein und sind augenscheinlich aus völlig unterschiedlichen Epochen
Und wie gesagt, einiges davon war wahrscheinlich Jahrtausende im Eis konserviert. Erdbeben werden, wie zuvor erklärt, durch den unterirdischen Zyklus von trockenen oder feuchten Dämpfen verursacht, die als Grenzen der lithosphärischen Platten, also der tektonischen Platten, markierten Punkte, die als potenzielle Erdbebenorte gelten, sind lediglich unterirdische Zonen mit großen Hohlräumen. Die geografische Position und das Klima dieser Bereiche ermöglichen einen leichteren Zufluss und eine Ansammlung von trockenen und feuchten Dämpfen. Hier sei angemerkt, dass Veränderungen im atmosphärischen Druck jedes Mal eine unterschiedliche Anfälligkeit der Dämpfe im Inneren der Erde hervorrufen, was im Bild des Mondes sichtbar wird. Temperaturen, Trockenheit oder Feuchtigkeit der Atmosphäre beeinflussen dieses Ereignis ebenso wie die Anfälligkeit der unterirdischen Dämpfe, sei es trocken oder feucht, und tragen zur endgültigen Darstellung des Mondes bei, vor allem in Bezug auf Farbnuancen. Wir haben beobachtet, dass Vollmonde im Sommer rötlicher und gelblicher erscheinen, während Wintermonde weißer oder eher bläulich sind. Der Hintergrund der Erde, wie auf dem Mond zu sehen, wirkt solide, aber durchzogen von Löchern. Die verschiedenen Farben deuten auf unterschiedliche Zusammensetzungen von trockenen oder feuchten Dämpfen in den Böden und Gesteinen des Hintergrunds hin. Das Spektrum der sichtbaren Frequenzen neigt zum Rot, wenn trockene Dämpfe vorherrschen, was Wind, Dürre und Hitze bedeutet. Bei vorherrschender Feuchtigkeit überwiegen Blau- und Lila-Töne, die mit Niederschlag und Feuchtigkeit bei niedrigeren Temperaturen verbunden sind. Bei Frost herrscht kein dominanter Ton vor und der Mond erscheint heller und weißer. Durch diese Beobachtung können wir Wettervorhersagen für kommende Ereignisse machen, wie Regen, Feuchtigkeit, Wind, Dürre, Kälte und Hitze. Ja, wie gesagt, dieses Buch ist wirklich faszinierend. Vulkanische Aktivitäten zum einen, ja, also keine Lava überall, sondern nur regional bedingt, je nach Hohlräumen und Dämpfen und Drücken und Atmosphärendruck entsteht diese Lava durch Gasexplosion, also den trockenen Dämpfen, und auf der anderen Seite die Wettervorhersage über den Mond. Also je nach atmosphärischem Druck werden bestimmte geologische Vorgänge oder seismische Aktivitäten hervorgerufen, und dieser atmosphärische Druck ist dann auch abzusehen, ja, an der Farbe des Mondes, wenn man so will. Und dann die Neigung zu bestimmten Vorgängen, die dann stattfinden, ist auch wieder eine Wahnsinnssache. Ja. Der Mond als Alleskönner. Ja, das soll es dazu gewesen sein. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut mal in die Videobeschreibung, lasst einen Daumen nach oben da. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis bald.